Hallo Schweiz! Stell dir vor, du bekommst jeden Monat 2500 Franken in Cash. Einfach so. Ich sag dir, wie das geht. Alles, was du dafür brauchst, ist das hier. Oder ein Foto vom Präsidenten der Nationalbank, wenn er mit seiner Assistentin im Auto sitzt. Auf dem gleichen Sitz. Bist du dabei? Die Umsetzung wäre eine Katastrophe. What? Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise hat das Thema bedingungsloses Grundeinkommen extrem Auftrieb bekommen. Stell dir mal vor, wenn du jeden Monat 2500 Franken auf sicher hättest, würdest du weiterhin den Job machen, den du jetzt machst? Oder würdest du sagen, ich gehe reisen? Ich arbeite weiter, aber ich verbringe mehr Zeit mit meiner Family. Ich mache endlich mein Hobby zum Beruf. Gut, das ist nicht immer das Beste für alle. Oder würdest du rein gar nichts mehr machen? Nur noch in der Hängematte liegen. Das würde passieren, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen einführen würden, sagen Gegnerinnen und Gegner. Und was sagen Befürworter? There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Gut, der Elon Musk hat zwar manchmal schon ein bisschen Gaga-Ideen. Aber ich finde, zumindest darüber diskutieren müssten wir wieder mal. Weil es gibt in der Schweiz eine neue Initiative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und sogar der Bundesrat ist dafür. Die Umsetzung wäre eine Katastrophe. Allein ein bisschen positiver. Vielleicht ist ja etwas dran an dieser Idee. Mich interessieren als Bundesrat die Fakten. Mich auch. Ich werde darum in diesem Video zeigen, was die Chancen und was die Risiken des bedingungslosen Grundeinkommens sind. Pro- und Contra-Grundeinkommen. By the way, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde mega helfen, um so ein Video zu machen. Wenn du das Video gerne unterstützen willst, danke vielmals für deinen Beitrag über Twint. Das ist meine Handynummer dazu. 078 227 55 22. Wenn wir in der Schweiz würden so ein Grundeinkommen einführen, dann würde das ganz klar unser heutiges Sozialsystem komplett auf den Kopf stellen. Aber vielleicht eben nicht so, sondern so. Ja, das wäre der revolutionärste und innovativste Move in der Politik auf der ganzen Welt. Und zwar vom Jahrtausend. Weil anstatt dass du dem Staat Geld gibst, gibt der Staat zuerst mal dir Geld. Bedingungslos. Einfach, weil er es toll findet, dass es dich gibt. Das heisst, der Staat sagt, hey, ich traue dir etwas zu. Jetzt zeig mir, was du kannst. Jetzt hast du genug Geld, um eine kleine Miete und dein Essen zu zahlen. Wenn du mehr Geld haben willst, dann musst du arbeiten. Wenn du jetzt mit dem Grundeinkommen genug Geld hast, um zu überleben, dann musst du nicht mehr einfach jeden Job annehmen, um irgendwie zu Geld zu kommen. Gut, man kann sich fragen, müsste es nicht 4'000 Franken Grundeinkommen sein, um sich wirklich frei zu fühlen bei der Wahl des Jobs? Aber ich meine, irgendwo will man anfangen. Und auch mit 2'500 Franken kann es schon wählerischer sein. Und zum Beispiel nur noch Jobs machen, wo du Talent hast dafür. Du wirst einen Job annehmen, der dir Sinn und Erfüllung gibt. Oder von mir aus, der einfach gut bezahlt ist. Durch die Trennung von Arbeit und Einkommen geschieht erstmals eine Autonomie auf Seiten der Arbeitnehmenden. Genau. Ein Problem, das wir heute haben, ist nämlich, wenn ich arbeitslos bin, will Arbeitslosengeld bekommen, dann muss ich mich jeden Monat bis zu 12 Mal bewerben. Auf Jobs, wo ich gar keinen Bock habe drauf. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird man gezwungen oder man fühlt sich gezwungen, irgendeinen Job anzunehmen. Auch wenn er schlecht bezahlt ist und man es überhaupt nicht im Griff hat. Guten Abend, willkommen zu Late Update. Schön, sind ihr mit dabei. Ich verschwende ganz viel von meiner Zeit, mache irgendeinen Job, damit am Schluss einfach unsere Arbeitslosenstatistik besser aussieht. That just makes no fucking sense. Mit einem Grundeinkommen sieht es anders aus. Der Arbeitnehmer kommt selbst in eine Position, verhandeln zu können und mitentscheiden zu können, ob er diesen Arbeitsplatz nimmt oder nicht. Das klingt irgendwie nach einem Leben, wo man zufriedener ist. Mit weniger Druck, weniger Stress. Und das ist dringend nötig, weil die zunehmende Zahl nicht von physischen Erkrankungen, nicht nur von psychosomatischen Erkrankungen, sondern von rein psychischen Erkrankungen, war noch nie so hoch wie zurzeit. So ein Grundeinkommen könnte also dazu führen, dass wir in der Schweiz gesünder werden und glücklicher. Jeder ist halt auf seine Art glücklich. Die Umsetzung wäre eine Katastrophe. Also gut, Alain. Was sind die drei wichtigsten Argumente der Gegnerinnen und Gegner vom Grundeinkommen? Sie sagen, es reduziert klar die Anreize zu arbeiten. Weil du würdest nur noch in der Hängematte liegen. Ich auch. Wir alle. Ja, wenn wir einfach so Geld bekommen, macht uns das faul. Aber kleine Frage, macht das Arbeiten automatisch fleissig?
Ich werde zum Beispiel richtig faul, wenn mich die Arbeit nicht interessiert oder ich sie total sinnlos finde. Im 2015 haben sie Leute gefragt, was würdest du machen, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommst? Nur 2% haben gesagt, sie würden aufhören zu arbeiten. Über 50% würden sich weiterbilden. Etwa 20% würden sich selbstständig machen. Heisst also, dank dem Grundeinkommen müssten wir nicht mehr arbeiten, um einfach zu überleben, sondern weil es uns auch ehrlich interessiert. Arbeiten würde dann bedeuten, wir engagieren uns, wir fordern uns raus, wir werden in etwas besser. Weil Arbeit gibt uns auch jetzt schon nicht nur Geld, sondern auch das Gefühl, dass wir irgendwo dazugehören. Gibt uns eine soziale Bedeutung, einen Sinn. Wir machen etwas mit unserem Leben und wir finden Freunde. Vous faites quoi là, bordel? Gut, nicht alle. Und wir finden bei der Arbeit Lebenspartner. Aber wirklich, die sind... Mich interessieren alles bei uns die Fakten. Okay, zweites Argument gegen das Grundeinkommen. Wir können nicht einfach so unser Sozial- und unser Steuersystem komplett über den Haufen rühren. Wir haben heute faktisch auch die Sicherheit, ein Einkommen zu haben. Ja, wir haben in der Schweiz einen gut ausgebauten Sozialstaat. Es gibt eine Alters- und Hinterlassenenversicherung, eine Invalidenvorsorge, es gibt Ergänzungsleistungen, Familienzulagen, Arbeitslosenversicherung und so weiter. Das war wieder ein langer Ruf. Auch wenn es kompliziert ist, es funktioniert. Aber wie lange noch? Weil unser Sozialstaat ist zum grössten Teil aus dem letzten Jahrhundert. Die Zeiten ändern sich aber und wir sind aktuell gerade nicht nur mit einer Pandemie beschäftigt, sondern auch mitten in der vierten industriellen Revolution. Unsere westliche Industrie produziert heute doppelt so viel wie 1950, aber mit einem Drittel weniger Arbeitskräfte. Eine Studie von McKinsey zeigt, bis 2030 verschwinden 1,2 Millionen Jobs in der Schweiz und werden dann von Robotern gemacht. Natürlich, es entstehen auch immer wieder ganz viele neue Jobs, wo man früher nie gedacht hätte, dass es sie mal gibt. Zum Beispiel Influencer. Aber neue Jobs entstehen eben häufig erst, wenn wir Zeit und Musse haben, um über neue Ideen nachzudenken. Wenn wir ausprobieren können und auch mal auf die Schnur fallen. The greatest successes come from having the freedom to fail. We should explore ideas like universal basic income to make sure that everyone has a cushion to try new ideas. Genau, jede und jeder müsste ein Küssi bekommen. Grüezi, mein Name ist Fischer von der Fischer Bettwarenfabrik. Und zwar jeden Monat, ein Leben lang. Ja, reg dich ab, es war metaphorisch gemeint. Mich interessieren alles bei uns die Fakten. Also, das dritte Argument gegen das Grundeinkommen ist, wer bitteschön soll so ein Grundeinkommen zahlen? Da sage ich, ist doch ganz klar, der Uli. Dafür haben wir einfach kein Geld. Nein, natürlich nicht. Ich zahle es. Also, du auch. Was? Ein Grundeinkommen einführen kostet viel. Laut Studien nämlich 208 Milliarden Franken pro Jahr. Wenn wir davon die Sozialversicherungen und die ausgezahlten Löhne abziehen, sind es immer noch 25 Milliarden. Als Vergleich, der Bund hat im 2019 total 71 Milliarden Franken ausgegeben. 25 Milliarden pro Jahr für ein Grundeinkommen. Das ist nicht zahlbar. Ein wichtiger Punkt dabei ist, bei diesen 25 Milliarden sind ja natürlich auch all die Grundeinkommen dabei, die zum Beispiel die Mamis und Papis bekommen, die sich hauptsächlich um die Familie kümmern. Oder Leute, die ihre älteren Angehörigen pflegen. Ganz viel von dieser Care-Arbeit machen momentan Frauen. Und in unserem heutigen System machen sie das meistens ohne Lohn. Gratis. Aber es ist auch ein Job. Weil, wenn sie es nicht machen würden, dann müssen wir jemanden dafür anstellen. Pro Jahr werden in der Schweiz mehr Stunden unbezahlt gearbeitet als zahlt. Natürlich, die Frage ist, wer zahlt jetzt all die Grundeinkommen? Ein paar Forscherinnen und Forscher haben sich mit der Finanzierung befasst. Ready? Science! Sie sagen, es gibt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel würden wir einen Teil so finanzieren. Jede Person, die arbeitet, zahlt Steuern auf ihren Lohn abzüglich des Grundeinkommens. Denn Unternehmen zahlen die Steuern auf Roboterarbeit. Ein Punkt, der in vielen Studien kommt, es ist für eine Gesellschaft wichtig, dass alle einen fairen Beitrag dazu leisten und gerade auch der Finanzmarkt daran beteiligt ist. Man würde zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer einführen. Das geht so. Der Börsenwert nur schon von 20 Firmen im Swiss Market Index ist 1,26 Billionen Franken. Da gibt es neu auf jede elektronische Transaktion an der Börse einen Mini-Betrag an Steuern von 0,1 bis 0,5%. Da kommt einiges zusammen. Die Umsetzung wäre eine Katastrophe. Ach, jetzt hör doch auf mit Katastrophen. Die Frisur ist eine Katastrophe. Nein, die Frisur ist eine Katastrophe. So, es funktioniert nicht. Jetzt ist es noch mehr Katastrophe. Alain, das mit der Katastrophe, das hast du 2016 gesagt. Sag uns doch bitte, was sagst du heute vor dem Hintergrund von Corona zum bedingungslosen Grundeinkommen? Gibt es Hoffnung, dass du deine Meinung geändert hast? Ich glaube nicht, dass es ohne Hoffnung, oder? Also, zusammengefasst, was unterscheidet die Pro- und Kontraseite vom Grundeinkommen ganz grundsätzlich? Die einen sagen, das Grundeinkommen kann dich motivieren. Die anderen sagen, das Grundeinkommen macht dich faul. Und ich würde sagen, beide haben recht.
faul rumliegen. 90% von allen Leuten sagen, sie würden auch mit einem Grundeinkommen nicht aufhören zu arbeiten. Aber 80% denken, dass es die anderen würden machen. Aber ich finde eben auch, wer faul ist, hat Zeit zum Nachdenken. Und das Mysterium vom Leben halt. Genau, der Göhler hat recht. Das habe ich jetzt aber nicht gesagt, oder? Nein, doch. Ein Pluspunkt, wer nur umeinander hockt, ist im Fall mega gut fürs Klima. Und by the way, das hier sind ein paar berühmte Fuli, die ziemlich gut nachgedacht haben. Der Einstein, der Yuval Noah Harari, der Winston Churchill. Weil, was man muss wissen... Wenn ich so ein Video mache, bin ich mega motiviert. Wenn es fertig ist, dann mache ich mega gerne einfach mal nichts. Ich brauche beides. Aber vor allem brauche ich eine Arbeit, wo ich das Gefühl habe, dass sie sinnvoll ist. Ich glaube, wenn ich mit 80 auf mein Leben zurückschaue, dann würde ich nicht sagen, oh, ich hätte länger sollen UPC-Abos verkaufen. Wir haben uns so daran gewöhnt. Pro Woche 42 Stunden arbeiten, um irgendwie Geld zu machen, in der kurzen Pause dazwischen schnell überrennen, damit es noch lange für 20 Minuten Power-Yoga, um den Ausgleich zu finden. Aber hey, das ist im Fall nicht normal. Ich glaube, in unserem heutigen System, ich mit 80, ich würde sagen, hätte ich doch auf den Typ gehört, wo man auf YouTube 2500 Stutz pro Monat versprochen hat. Weil ein Leben mit wenig oder keiner AHV, dafür 3 Nebenjobs als Kurier, Bauarbeiter und Gabelstapelfahrer, ich kann euch eins sagen. Es ist eine Katastrophe. Wenn du das Video hier gerne unterstützen willst, danke für deinen Beitrag über Twint. Das ist meine Handynummer dazu. 078 227 55 22. Egal ob 22, 55 oder 227 Franken. Also mein, das wäre crazy. Wie viel auch immer. Danke vielmals. Merci zum Beispiel an Ulrich Bischof für 200 Franken. Du bist crazy. Und für mich definitiv der Bischof of the Millennium. Deine Unterstützung ist echt mega wichtig, weil dank deiner Unterstützung muss ich nicht mehr das hier machen. Du bekommst jeden Monat 2500 Franken in Cash. Ich sag dir, wie das geht. Merci fürs Schauen, merci fürs Abonnieren und danke fürs Weiterleiten. Wenn du die Initiative zum bedingungslosen Grundeinkommen gerne unterstützen möchtest, hier findest du alle Infos zur Unterschriftensammlung und noch ganz viele mehr Fakten dazu. Und ich sage Tschüss! Bye bye!